Hallo zusammen, es gibt schon wieder ein neues Video von mir. Herzlich willkommen bei mir, Beate, der Nadelschwäbin heißt mein Kanal. Und ja, ich habe jetzt gerade irgendwie Lust, schon wieder ein Video aufzunehmen. Bei mir ist das alles sehr unregelmäßig, wie ihr seht. Ja, ich hoffe, es geht euch gut. Ich freue mich über jeden, der jetzt zuschaut, der wieder eingeschaltet hat und ja, hier einfach gern reinschaut. Über die netten Kommentare vom letzten Video, von sonstigen Videos, wo auch immer noch mal ein Kommentar kommt. Ich freue mich einfach, ja, dass euch das quält, was ich hier euch so verzapf, wie man so schön sagt, was ich euch zeige, ja, dass ihr einfach Interesse dran habt. Und ja. Es ist jetzt auch schon, glaube ich, 2 Jahre, dass ich immer mal wieder aufnehme. Ja, ich glaube, es ist jetzt sogar schon Folge 21. Also, ja, ich freue mich. Ich freue mich auch über die, die jetzt neu abonniert haben in den letzten 2 Wochen. Ja, dass man doch hier mehr werdet. Und ja, manche Dinge ändern sich dann. Die Haarlänge ändert sich auch gerade, ja, dank den Zeiten, die wir haben. Aber ich bin jemand, ich gehe nicht gern zum Friseur und das ist bei kurzen Haaren schon ein bisschen blöd, wenn man nicht gern zum Friseur geht. Ja. Naja, aber ich denke, ein bisschen länger ist auch mal okay. Das zum Thema Haare. Ich habe mir dann auch selber ein bisschen rumgeschnippelt. Das wird der Friseur dann, wenn man irgendwann mal wieder hingeht, zwar nicht freuen, aber naja. Aber so ist es. Aber ihr seid ja nicht hier, um über meine Haare was zu erfahren, sondern über das, dass ich so strick und nähe und werkel. Genau. Und deswegen starten wir da auch gleich damit. Ich habe mir gerade noch so ein bisschen Zeitfenster im Moment, wo ich sage, oh, jetzt kann ich noch aufnehmen, bevor es wieder ans Abendessen Richtung und sonstiges geht. Genau. Okay, ich habe genäht. Das letzte Mal habe ich... Fangen wir mit Näher an oder mit dem Strick? Jetzt will ich gerade mal überlegen. Ne, wir fangen mit dem Strick an, weil die meisten kommen ja schon hierher zu diesem Kanal, um mehr übers Stricken zu erfahren, wie übers Nähen, sag ich mal. Aber nichtsdestotrotz, genau, fangen wir jetzt mit dem Stricken an und nicht mit dem Nähen. Mit dem Genäht habe ich zwar schon, aber das, was ich so zeige, habe ich auch. Ja, zwar haspel ich mich, aber ich denke, das, was zum Zeigen ist, ist das Interessantere, glaube ich, für euch, das, was ich gestrickt habe. So, jetzt bin ich, glaube ich, wieder an der Spur. Okay. Was ich heute anhabe, das habe ich ja schon länger fertig. Das habe ich euch auch schon mal gezeigt in einem meiner Videos, der Maritimo. Genau. Da sage ich jetzt auch nicht weiter was dazu, weil das habe ich euch schon mal gezeigt in irgendeinem der vorangegangenen Fernsehsendungen. Ja, also Videos, YouTube-Videos. Und ich finde, es ist heute bei dem Wetter, wo es zwar schon warm ist, aber auch noch nicht so richtig warm, wenn man weiter ein bisschen kühl ist, ist es absolut angenehm. Die kurze Ärmel, aber trotzdem so wärmend. Jo. Was war letztes Mal mit dem Stricken? Genau, da habe ich euch fertige Sachen gezeigt. Fertige kann ich euch nicht zeigen, aber ich, beziehungsweise könnte ich euch schon alte fertige Sachen zeigen, aber das mache ich jetzt nicht, sondern ich zeige euch das, was ich neu angeschlagen habe. Die Pläne habe ich letztes Mal ja schon bekannt gegeben. Glaube ich zumindest. Also, ich habe neu angeschlagen. Ich habe noch ein nettes Deckblatt, aber ein bisschen was davon. Den Elten-Cardigan von Cochi Locatelli, wo so Mohair-Garn, also immer so ein Streifen gestrickt wird. Das Mohair mit Mohair-Garn und nicht Mohair, den Fingering-Garn.
stürzt gleich wieder alles ab. Also ich habe schon immer mega Chaos, wenn ich aufnehme, obwohl ich aber auch sonst Chaos hier im Arbeitszimmer. Aber wenn ich aufnehme, habe ich besonderes Chaos. Aber da bin ich sicher nicht die Einzige. Ist ein Single-Garn, genau, 100% Merino-Wolle, 100% Merino-Wolle und sonst nichts. Genau, und zwar von Katinchen-Jans. Die hat auch echt schöne Wolle. Und das ist einmal das hier, so richtig soft, sanft. Und dann das passende Mohair-Garn dazu. Und ich bin mir nicht sicher, ob mir dieser Strang reicht. Laut Anleitung, laut Anleitung, wie viel man verbraucht, dürfte es ein paar Laufmeter zu wenig sein, aber das habe ich gedacht, ist nicht so schlimm, weil ich es ja relativ kurz möchte. Da ich es zu dem genähten Kleid dazu möchte. Und ich denke, das passt dann auch. Aber ja, mal sehen, ob ich da noch irgendwie mir was einfallen lassen muss, ob es denn reicht, ob es nicht reicht. Ich habe jetzt auch die Katharina von Katinchen Jans mal angeschrieben, ob sie eventuell da noch so ein Strängchen hat von dem Mohair. Das ist die Farbe Fluoreszent, genau. Dann würde ich noch mal eins mir in Reserve haben wollen. Ich denke, das kann man auch immer brauchen. Ja, vielleicht hat auch von euch jemand zufällig einen Strang Katinchen Jans, dieses Mohair Garn Fluoreszent. Dann bitte gebt mir Bescheid. Ich würde es euch abnehmen. Ja, aber jetzt zeige ich euch, wie weit ich bin. Naja, jetzt bin ich natürlich mitten in der Reihe. Und zwar sieht das Ganze so aus. Ich habe die Vorder- und Rückenteil schon verbunden. Genau. Ich bin jetzt unter dem Arm schon. Ja, ich denke mal 10 cm. Und mir gefällt es echt total, dieses sanfte, zarte, es kommt jetzt irgendwie durch, ich weiß nicht, irgendwie ist das Licht heute nicht ganz so prickelnd. Ich sehe auch echt käseweiß aus hier, habe ich den Eindruck. Naja, ich bin sonst auch nicht gerade die braunste, aber irgendwie besonders käsig durch das Licht. Naja, genau. Ich glaube, so sieht man es gut, die Farbe und alles. Und ich freue mich echt schon, wenn der dann fertig ist, wenn man hoffentlich die Wolle reicht und der dann fertig ist und ich den dann tragen kann zu dem Kleid, das ich genäht habe, das ich euch dann nachher zeige, wenn die Abteilung Genähtes kommt. Jo, also Elton Cardigan mit Katinchen Jans. Hatte ich schon ziemlich lange in meinem Stash und da gehe ich ja zurzeit ganz gern mal drin tauchen und hole mal die ganzen Schätze raus, die da schlummern und ja, die jetzt verarbeitet werden müssen oder die ich verarbeiten will und ja, die auch wirklich irgendwann mal verarbeitet werden müssen, dass da nicht immer noch Neues dazu kommt, weil man hat ja wirklich so viel, also ich zumindest an Garne und Stoffe. Also ich denke, da muss ja auch mal was weg und sich nicht immer neue Sachen ins Haus holen, wo man dann auch manchmal echt auch vergisst, dass man so tolle Sachen hat. Und ja, man kommt dann auch nicht hinterher und dann ist man, also ich bin dann immer ganz nicht erstaunt, aber ich freue mich dann einfach, wenn ich dann da mal wieder die Sache so durchkruschtel und dann sehe, ach guck mal, das hast du ja und dann plötzlich poppt so ein Projekt auf und dann denke ich, ja, und genau das ist es. So war es jetzt bei dem Garn, dass ich dachte, oh ja, genau das ist es. Ja, genauso ging es mir mit zwei so Bobbles, die ich, also so Farbverlauf-Bobbles, wusste ich, die hatte ich mir mal bestellt bei
Ocean in Yarns. War auch, glaube ich, letztes Jahr irgendwann, weil mich da sowas angemacht hat. Also ich habe ein fertiges Tuch gesehen, habe gedacht, oh ja, und die Bubbles sind so toll und ja, möchte ich stricken. Ich habe es noch nicht begonnen, aber ich habe es jetzt rausgelegt und ja, möchte das dann anstricken. Das heißt, ich habe das Tuch habe ich versucht anzustricken, aber irgendwie habe ich da einen Denkfehler drin gehabt, wo ich mit der Anleitung angefangen habe. Und habe dann, ja, nur so ein kleines Stückchen habe ich geribbelt. Irgendwie gibt es, glaube ich, die Ribbelfolge. Das wäre eigentlich ein guter Titel. Ihr werdet gleich sehen, warum. Also, das Tuch von Ocean Yarns, das Sommermärchen. Also sieht man super. Genau, die Anleitung bekommt ihr auch bei Ocean in Yarn. Könnt ihr euch bestellen, Kaufanleitung. Und damals hatte ich mir auch gleich diesen Bobbel dazu gekauft. Das ist genau der Bobbel von der Anleitung. Das ist das geribbelte Stückle, wo ich einen Denkfehler drin hatte bei der Anleitung. Also kleiner Knochen noch dran. Und das möchte ich gern stricken. Wenn ich dann aus dem Ribbelmodus raus bin und irgendwie der Kopf wieder frei habe. Aber Priorität hat jetzt gerade der Elten, den möchte ich schneller fertig haben. Und dann, wie gesagt, gefällt mir das luftige Tuch. Also kleine Inspiration für euch. Die Bobbles, ich weiß nicht, ich glaube, gibt es die auch noch? Müsst ihr mal schauen auf der Homepage von Ocean in Yarn, ob sie die noch hat. Ja, und wenn es nicht genau das Tuch werden sollte, weil ich mein Knoten im Gehirn nicht rauskriege, dann wird es halt ein anderes. Aber ich denke schon, ja. Das war einfach ein bisschen dumm von mir, dass ich da nicht gleich anpasst habe an die Reihe. Also ich kann jetzt nicht zu viel sagen, aber wenn man da anfängt, eigentlich ist es ganz logisch, aber ich denke manchmal ein bisschen im Viereck habe ich das, was dann so logisch ist, denke ich immer, ja, aber da kann doch gar nicht sein, da gehört noch das mit rein und dann wenn ich es nicht dann genau da mache, sondern manchmal noch was dazu denkt, dann stimmt es halt nicht. Und dann darf man halt auf der Reihe. Ja. Und da habe ich auch noch, als ich mir damals den einen Bobbel bestellt habe, habe ich mir auch noch einen anderen dazu bestellt. Und zwar den hier. Finde ich auch ganz toll. Warum überlege, ob ich den dazu nehmen soll. Aber ich glaube, ich nehme schon den mit dem Senfgelb da drin. Und da wird was anderes draus. Ja, da habe ich euch jetzt nur nicht den Namen. Aber ich guck mal, wenn ich den YouTube-Kanal finde. Ja, oder wenn ich wieder weiß, wie er heißt. Finde tue ich ihn schon, aber wenn mir es dann einfällt, dann schreibe ich es euch unten rein. Weil da gibt es nämlich eine ganz tolle Videoanleitung für alle die, die gerne häkeln. Für so einen Top. Das so, dass man hier am Ärmel anfängt und dann wird es hier so rund und man häkelt das dann so rüber und dann kann man praktisch das über so einen Top anziehen. Und das die Anleitung, also ich habe mir dieses Video schon anguckt von der Anleitung und die Frau, die das beschreibt, also diese Anleitung da veröffentlicht hat, Schritt für Schritt auf YouTube, die macht das echt toll, finde ich. Und sehr nachvollziehbar, auch für all diejenigen, die mit dem Häkeln nicht so fit sind, dass es wirklich jeder nachhäkeln kann. Und ich denke mal, oder ich könnte mir vorstellen, dass es der Bobbel wird, wenn ich nicht noch aus meinen Untiefen an Stashen irgendeinen anderen rausziehe, der mir noch besser dazu erscheint und der erstmal wieder wartet, was draus werden soll. Schauen wir mal. Genau. Wenn ich euch sehr nahe komme. Dann habe ich noch was gestrickt, beziehungsweise wollte ich stricken. Habe auch, ich weiß gar nicht, ob ich das letztes Mal schon gezeigt habe im Video. Ich muss anders anfangen. Die Susanne von Farbenspielerei, die hat am 1. Mai jetzt einen Karl gestartet, und zwar den Breezy Karl. Von Fritzi Kreativ ist das die Anleitung. Breezy Schal. Habe ich ein Bild auch ausgedruckt? Ich muss gerade mal gucken. Ja, genau.
Drucker ist nicht mehr so super, aber ihr seht trotzdem, der Breezy von Fritzi Kreativ. Auch ganz tolles Tuch, außer mit so Mohair-Teile und also hier und dann diese Herzchen. Ich habe auch angefangen zu stricken, Anleitung wirklich sehr gut beschrieben, war überhaupt kein Problem. Hat mir auch gleich Spaß gemacht, habe gemerkt, oh ja, das gibt was, das werde ich gern stricken. So, das war so mein erster Eindruck für mich, auch meine Wolle und alles, die ich ausgesucht habe, zumindest die eine. Und ja, dann nahm das Ding seinen Lauf. Ich habe mir, zeige euch erstmal die Wolle, die ich ausgesucht habe, auch in den Tiefen meines Stashs, und zwar einmal von Hedgehog Fibers, das ist ein Single Gum, ganz tolle Farbe. Dann, von wem war das hier? Guck mal gucken. Ah ja, Shebot Garne, das ist von Shebot Garne hier, dieses grün-gelb. Ist jetzt erstmal so im ersten Moment, dass man denkt, naja, das so harmoniert. Aber jetzt zeige ich euch, welches Mohair-Garn ich mir ausgesucht habe. Und zwar hatte ich mal von Jing Fiber mir Melted Baby Suri bestellt. Das ist Baby Suri Alpaka und Merino, also 65%, anders 65% Baby Suri Alpaka und 20% Merino Wool, 15% Silk. So, das Ganze hat bei 50 Gramm 175 Meter Lauflänge. Hätte Beate mal gescheit lesen sollen, weil 50 Gramm 175 Meter ist relativ dick. Ja, es sieht so aus im Strang. Ich habe da zwei Stränge davon. Und wenn man das natürlich hier so zusammen sieht, dann macht das alles super Sinn. Ich habe gedacht, das als... Ja, für die eine Streife, dann das Mohair-Teil und dann hätte ich halt das, die nächste Streife und hätte dann da wieder Mohair, hätte die beide Farben hier halt abgewechselt und das als der Flausch. Ja, so mein Plan. Jetzt passiert dann gleich was Schreckliches. Ja, so sieht es gewickelt aus. Und so sieht das Teil die richtige Seite angestrickt aus. Ich habe das erste Herzle gestrickt. Und der geübte Stricker sieht vielleicht schon durch das, dass das so ein dickes, dieses Baby Suri Alpaka so dick ist. Das wird nichts. Das gefällt mir vom Strickbild überhaupt nicht. Das ist viel zu dick. Auch wenn ich jetzt noch weiter stricke, ich merke schon, dass... Nee, sieht echt nicht gut aus. Also mir gefällt es. Die einzelne Masche, man sieht, das sind ja auch wirklich im Vergleich zu den anderen richtig riesig. Und das soll ja eigentlich, dieser Teil wirkt dadurch viel, eben nicht fluffig, sondern eigentlich schwer. Und deshalb mein Entschluss, Achtung, nichts für schwache Nerven. Ups, jetzt ist mein süßer Maschenmarkierer runter. Genau. Nadeln ziehen, beenden. Wo ist der Maschenmarkierer jetzt hin? Keine Ahnung. Absturz. Und das ganze Teil ribbeln. In der Hoffnung, ja, das lässt sich sogar relativ gut ribbeln. Solange es sich halt auch noch ribbeln lässt. Man weiß ja bekanntlich, diese Flauschgarne, die lassen sich ja gar nicht so gut ribbeln, aber bei dem geht's. Und ja, vielleicht ziehe ich mir auch da gleich wieder die Nadel ein und also nach dem Flausch und schauen wir mal, ob ich irgendein anderes schönes passendes Mohair-Garn dazu finde, was ich mit den beiden Garne hier gut macht. Auch wieder hellrosa, keine Ahnung. Ja, das zum Thema Breezy Shawl, Breezy Call.
Ja, schaut mal bei der Susanne. Ich habe auch überlegt, bestelle ich bei der Susanne noch ein schönes Mohair-Garn dazu. Sie hat nämlich einfach auch tolle Sets oder auch ein ganzes Set. Ja, aber ich möchte im Moment, wie gesagt, nicht mehr Wolle hier reinschaufeln, sondern einfach mal das verarbeite, was ich habe. Schaut bei ihr rein. Sie hat auch einen Palundu-Shop und wie gesagt, sie hat tolle Sets und ihr könnt, denke ich mal, zumindest jederzeit noch einsteigen zu dem Call. Ja, mit der Susanne zusammen habe ich auch was geplant für all die, die ihre Wolle mögen. Vielleicht auch meine Tasche mögen. Seid mal gespannt, was da in nächster Zeit auf euch zukommt. Genau. So, nicht freischaufeln. Ich wollte mich heute eigentlich etwas kürzer halten, da ich gerade, wie gesagt, noch zwischen verschiedene Dinge und Abendessen das noch schnell eingeschoben habe. An Gestricktem ist das heute eigentlich alles, was ich euch zu zeigen habe. Ich habe noch was zu häkeln begonnen, habe aber da auch wieder was aufgeribbelt. Ich sag ja, Ribbelfolge. Ups. Obwohl das gar nicht so meins ist. Also ich ribbel eigentlich relativ selten. Aber das mal, ja, war es halt so. Ich glaube, ich hatte auch letzte Folge erzählt, dass ich mir diese Bottis-Sohle gekauft habe. Bottis, das sind diese Sohle, wo man sich dann Schuhe entweder nähen oder häkeln kann. Und die haben hier so ein kleines Logbuch, wo ganz viele verschiedene Modelle drin sind, genäht, gehäkelt, also wirklich tolle Modelle. Und die eine Sohle, die hatte ich mir schon auch schon letztes Jahr mal bestellt und habe es irgendwie nie gemacht. Die Wolle lag dann auch jetzt ewig. Und nun habe ich endlich den Rang gekriegt und habe es angefangen. Näher möchte ich mir auch noch welche, aber ich habe jetzt erstmal die Häkelteile gestartet. So, ich suche es jetzt gerade. Ich wollte mir die hier häkeln, die so dieses Netzmuster mit drin haben. Habe auch gehäkelt, bis die ersten zwei Reihen von diesem Lochmuster da schon fertig waren. Aber irgendwie war mir das vorne das Loch so groß. Habe ich gedacht, wenn ich die anziehe, da kann ich ja meinen großen Zehe durchstecken. Das ist ja auch nicht Sinn der Sache. Und habe dann wieder diese Runde geribbelt, bis ich jetzt so weit bin. Also die ist genau da vorne, dieses Lochzeug habe ich geribbelt. Und ihr seht ja, ribbel, ribbel. Ich habe auch noch beide gleichzeitig gemacht. Beziehungsweise, ja, macht es immer so, dass ich eine Runde an dem einen mache, dann an dem, dann wieder an dem und an dem, weil ich erstens mal nicht so ein, wie so ein einzelnes Sockel, ein einzelner Schuh haben möchte und dann nachher keine Lust mehr. Und es ist ja auch hier Reihe um Reihe beschrieben bei der Anleitung. Und dadurch, ja, muss ich mich nicht immer wieder neu reindenken. Dann mache ich die eine Reihe und die mache ich dann gleich am anderen. Ja, so der Plan. Aber wie gesagt, der hat ja nur halbwegs funktioniert, weil ich ja jetzt diese Lochmuster-Sache wieder geribbelt habe. Jetzt am Überlege bin, ob ich einfach, ja, nicht so wie es in der Anleitung angegeben ist, die Masche überspringen, wenn man da Masche überspringen muss, sondern einfach weniger überspringen oder ob ich doch die hier häkel, die auch hier vorne drauf sind. Also ohne das Lochmuster, sondern einfach. Oh, sieht man es? Ja, ich glaube schon. Einfach so. Einfach ist gut. Da sind sie auch noch mal, das sieht man sie besser. Ja. Und ich glaube fast, dass ich das mache.
Ich lasse mich mal überraschen, für was ich mich dann entscheide. Ich habe es jetzt erstmal zur Seite gelegt, weil mich das natürlich ein bisschen genervt hat, dass ich schon wieder was gekribbelt habe und ja, so voller Motivation gestartet und dann zur Seite gelegt. Genau. Jo. Stricken, häkeln habe ich in knapp 25 Minuten euch Zeit. Jetzt kommt noch was Genähtes. Ja, heute zeige ich euch mal ein bisschen das, was ich gezeichnet habe. Und was Genähtes, was in Schock noch gewandert ist. Pläne habe ich euch ja das eine Tuch zeigt und dieses Häkel Dingensteil da. Und ja, das andere ist ja noch nicht spruchreif, was da sonst noch in meinem Kopf ist. Okay. Eigentlich wollte ich euch ja gerne tragen, also wollte ich es ja tragen, das Kleid, aber ich glaube, entweder ich versuche irgendwie hier Bilder anzuhängen vom getragenen Exemplar meines Kleids. Oder hinter oder vorne, was weiß ich. Ihr werdet es dann schon sehen. Ihr werdet es entdecken. Und wenn nicht auf Instagram, habt ihr es vielleicht schon längst entdeckt. Ja. Oh, das Licht, ja. Ja. Mein. Da steht Look, but please don't touch. Ich finde es einfach cool. Das Kleid relativ lang. Hier unten habe ich das Grün, dass sich das praktisch so wiederholt. Und das ist also ein ganz einfacher, leichter Jersey-Stoff. Und ich liebe das Kleid. Ich habe es schon getragen. Habe mir dann auch passend dazu aus dem Reststoff hier so ein Haarband noch gemacht. Dadurch sieht das Ganze natürlich etwas pfiffig aus. Bindigt auch meine, ja, Corona-Zeit-Frisur. Und ich mag es. Das ist das Kleid aus dem Buch, was ich euch auch letztes Mal gezeigt habe. Ja, aus dem Alles Jersey. Und das war das Kleid Toni, wenn es interessiert. Ja. Genau. Und nochmal dazu habe ich ja gesagt, ja, würde ich gerne dann den. Bin wieder mehr auf dem Boden gehabt. Würde ich halt gern diesen Elten dann tragen, so wenn es dann kühl ist. Wenn man doch was zum Drüberziehen braucht. Ich denke, dann kommt es ganz, ganz süß. So, ja, hier sieht es jetzt ein bisschen komisch aus. Also im Original finde ich, man kann das gut zusammen sehen, auch durch das Grün dann da drin. Na, sieht man noch schlechter. Aber ganz nahe ist es immer besser. Also ich finde es einfach süß zusammen. Für die kühlere Abend, die einfach nur bestimmt was zum Drüberziehen braucht noch, dann passt das. Achso, und dem anderen Top, was ich letztes Mal, da habe ich noch ein bisschen weiter gestrickt, das kommt auch noch. Das hatte ich euch auch genau. Ah, der hatte bestimmt wieder verplant. Dieser Wellenreiter von Crazy Sylvie. Habe ich da überhaupt was weitergemacht? Verbunden? Nee, ich glaube, ich habe gar nicht groß weitergemacht bisher. Ist auch ein Call. Nur ganz kurz. Habe ich nicht viel weitergemacht. Das ist der Wellenreiter. Crazy Sylvie. Auch bei YouTube findet ihr die Anleitung bzw. die Videos, wo sie zu dem was erklärt. Und die Anleitung, die muss man die kaufen oder nicht? Weiß ich gerade gar nicht mehr. Oder gab es die kostenlos? Weiß es gerade nicht mehr. Ja, wieder abschweifen. Genau, genäht. Das Kleid. Heute hat wieder der Spielplatz auf, der erste Tag.
Und da geht's ab, sage ich euch. Bei uns direkt vorm Haus ist ein Spielplatz. Ach, ich finde es krass, wie das gleich wieder. Aber gut, ist ja die Kinder, die müssen spielen, ist ja okay. Und ja. Aber das ist gleich wieder ein Auflauf an Menschen. Es sind ja nicht nur die Kinder, ja, sondern die Eltern, die Mütter, die Väter, die dann zusammenklümmeln, die Kinder, die. Ja. Lass mal das. Muss jeder wieder entscheiden, wie er das macht. Ich finde es nur halt krass, dass es dann gleich wieder so arg heftig ist und nicht. Okay, sag mal nichts mehr dazu. Auch keine Diskussionen. Ja? Das ist halt meine Meinung. Punkt. Und nichts gegen Kinder, um Gottes Willen, dass das jetzt hier falsch verstanden wird. Ich mag Kinder sehr. Und ich mag es auch sehr, dass man gegenüber vom Spielplatz wohnt, weil ich finde, es bringt so Leben rein, ja. Genau. Punkt. Nee. Ich habe mir ja schon mal so eine Box gekauft, wo man so Nähzubehör rein kann. Von Anna von Einfach Nähen gab es das und die gab es jetzt wieder. Allerdings mit dem Zubehör, dass man sich so einen Garnrollehalter rein bestellen kann und dass man den Namen drauf gravieren lassen kann. Und da ich ja die eine Box für meine Nähsachen nutze, also für was weiß ich, Schere, Nadeln, bla bla, alles was man so braucht. Aber meine Garnrolle hier echt mich genervt haben, wie das alles hier so rumfährt und ich eigentlich nicht richtig wusste, wie ich da Ordnung reinbringe. Nähkästchen quillt auch über mit dem Zeug. Habe ich gedacht, okay, dann nimm dir eine zweite Box zu und dann hast du wirklich das eine Nähzubehör. Und da kannst du auch mal mitnehmen oder einfach von Platz zu Platz. Und mit der Garnrolle ist es genauso. Also, ich rede von dieser Toolbox hier. Hier oben ist das Logo von der Anna von Einfach Nähen. Hier ist mein Name eingraviert, Beate. Kostet kein Aufpreis, nichts. Also, ach, was ich dazu sagen sollte, genau. Werbung, alles hier ist unbezahlte Werbung, weil ich Dinge zeige. Einfach weil es mir gefällt und ich kriege da nichts dafür, also nur zur Klarstellung. Einfach weil ich es gern benutze und ja, mag und so weiter. Und jetzt zeige ich euch das. Ja. Ist das nicht cool? Da habe ich jetzt bis auf ein paar schwarze Garnrolle, die ich noch habe und weiße, habe ich eigentlich so ziemlich alles unterbracht. Ich kann das jetzt nicht rausnehmen, aber das sind so, vielleicht seht ihr es, so einzelne. Ne, das war jetzt nicht so praktisch. Dann haben wir das hier mal raus, da oben. Das sind so einzelne Stifte. Ja, genau, jetzt sieht man so ein bisschen, da ist so ein Stift. Und die kann man sich individuell reinstecken. Und dann hat man das alles beieinander. Und es ist kein Übereinanderfahren und Hin- und Herrolle, sondern es ist alles. Man sieht es ja alles, man kann es dann farblich sortieren. Perfekt. Also ich bin begeistert. Ich mag das. Stell dann die Dinger so nebeneinander. Also die eine Box habe ich in der gleichen Farbe, nur da gab es noch nicht mit dem Namen eingraviert, aber das gibt es jetzt mit dem Namen eben. Da kann man, muss man nicht. Und ich bin happy damit. Und habe endlich Ordnung bei meinen Garnrollen. Verheddert sich nichts. Wenn manchmal da war so, dann nimmst du es raus und dann. Oh. Dann muss es wieder ja, wegreißen, weil sich alles schon verheddert hat. Und so habe ich jetzt endlich mal eine perfekte Ordnung. Yep. Dann habe ich für meinen Shop, im Palunde-Shop, zwei Kleinigkeiten genäht. Diese süße Mini-Täschle. Und zwar habe ich gedacht, ja, da kann man liebe Menschen, der einem jetzt in dieser Zeit vielleicht besonders geholfen hat, mal Schokoladentäfelchen rein oder was auch immer an Türklinke hängen und macht demjenigen eine Freude.
Oder selbst die Mama am Muttertag ist ja oft eine Krisenheldin. Also Krisenheld, Krisenheldin steht drauf. Einmal Krisenheld, einmal Krisenheldin. Finde ich es auch ganz niedlich, der Mama ein paar Pralinchen rein. Oder der Oma. Und übergebe. Ist auch ein süßes Muttertagsgeschenk. Innen rot, innen blau. Also ich kann da auch, könnte da auch mehr nähen, falls jemand da Spaß dran hätte. Und größeres Projekt, was ich genäht habe, was auch in meinen Shop gewandert ist, ist ein Rucksack. Den Schnitt habe ich von Leni Pepup, die mag ich ja ziemlich, und habe dann diesen Kunstlederrucksack genäht. Das ist grau. Ist jetzt gar nichts drin, deswegen wirkt das so ein bisschen, ja, als ob er zusammenfällt. Aber klar, wenn nichts drin ist, dann ist er natürlich, ja, es ist nichts drin, aber er steht jetzt trotzdem auf meinem Fuß. Also er ist schon relativ stabil durch das Kunstleder. Und er hat so diese knallgelbe Reißverschlüsse hier, seht ihr? Der vordere Reißverschluss. Wie zeige ich das richtig? Innen hat er so ein grün-weißes Innenfutter. Und hier dieses Weben, das sind diese lustige Badeladies. Finde ich auch ganz süß. Also wenn man reinguckt, dass man dann einfach so ein bisschen was farbige Akzent hat, habe ich das noch reingenäht. Da geht es so. Genau, dieser Zwei-Wege-Reißverschluss. Den Zwei-Wege-Reißverschluss habe ich hier auch alles gelb. Innen auch in dem schönen grünen Innenfutter. Dann, ich sage leider, die zwei Henkel. Verstellbare Tragegurte, also die sind hier verstellbar auf die individuelle Länge. Ein Logo, hier das handgemacht. Und das ist ein toller, also ich finde es toller Rucksack, der hat auch eine schöne Größe. Ups, wo habe ich denn? Das ist eine Zeitschrift. Seht, das ist eigentlich die. Ja, ist die Größe von ein bisschen größer wie die Designer-Knitting-Zeitschrift, die ich hier habe. Ach, die kam übrigens auch. Habe ich jetzt aber abbestellt, weil Fakt ist, ich stricke nichts draus. Ja, ist zwar ganz interessant so zum Lesen, was so drin ist. Ja, was ist auch für Neuigkeiten gibt. Ist auch schön, die Modelle anzugucken. Schaut mal, das ist zum Beispiel auch ein super schönes Modell. Ups, jetzt habe ich die Anleitung gezeigt. Die Strickschrift ist noch. Ja, aber im Endeffekt stricke ich dann doch immer andere Sachen von anderen Anleitungen und nicht da. Und dazu ist mir es eigentlich zu schade. Also zu, ich muss zu viel Geld, um es einfach nur zum Angucken und ein paar Artikel lesen dazu haben. Ja. Jups. Guck ich nochmal um mich. Stricken, nähen, häkeln beendet. Ja, wenn es jetzt nochmal interessiert. Ich zeige aber noch ein paar Sachen, die ich gemalt habe. Also malen ist jetzt vielleicht ein bisschen, also ihr dürft jetzt nicht erwarten, irgendwelche tolle farbige Bilder, die ich gemalt habe, sondern ich bin eigentlich durch Instagram drauf aufmerksam geworden. Ich weiß gar nicht, war das irgendwie mal eine Werbung oder so, wo es darum ging, ja, so dieses, ja, du denkst, du kannst nicht malen, ja. Und ich gehe mir aus, so, ich denke, ich kann nicht zeichnen oder malen, das ist nicht meine Begabung, ja, dass ich das so toll male oder zeichne. Aber ich würde schon gern irgendwie können, und dann war das so ein kostenloses Webinar von der Simone Abelmann, nennt sie, also nee, heißt sie. Und
dann habe ich da mal reingeschaut und fand das erstens mal ganz super, wie die das macht. Und da konnten wir dann auch gleich mitzeichnen. Also daheim mich hingesetzt und habe mir auch einen Stift genommen dann und gleich mitzeichnet. Und es hat so Spaß gemacht, dass ich dachte, oh ja, ey, super, dann machst du mehr. Ja. Und dann hat sie auch so einen Club angeboten, wo man einfach ganz viel Inspiration kriegt von ihr. Und das war auch ein tolles Angebot. Und da habe ich gedacht, okay, gönn's dir und mach das, weil das hat mich so wirklich auch entspannt und meine Gedanken waren ganz woanders. Also, ja, aber ich zeige es euch jetzt einfach mal. Und zwar geht es um Sketch Notes. Ich weiß nicht, ob euch das was sagt. Sketch Notes, ich kann mir das erklären eigentlich. Ja, bestimmt immer Zeit gehabt. Ich habe jetzt gestern in diesem Club, so, da gibt es immer so Videos und da habe ich mal angefangen, einfach Menschen zu zeichnen. Sie nennen das Menschentyp Simone und das waren die kleinen Männchens. Und ich finde es einfach witzig, wenn man nur durch so ein paar Sachen doch gleich ein paar süße Männchen zeichnet. Jetzt können wir die natürlich noch anmalen. Bisschen, ja, da oben hat man ja so ein bisschen schattiert. Genau. Also das ist so Thema Sketchnotes. Viele nutzen das auch im Beruf, um praktisch so Kinder vielleicht zu, um das zu visualisieren, irgendwelche Vorträge, da man aber so ein paar Sachen hinzeichnet an diesen Flipchart und da entstehen aber ganz tolle Sachen. Und sie hatte da so eine Challenge angeboten bei dem ersten Clubmonat, dass man immer zu jedem Buchstabe einfach so zeichnet, was einem einfällt. Und ich habe mir dann auch so ein, ja, so ein leeres Büchle da gekauft. Soll ein dickeres Papier sein. Genau, natürlich auch wieder rosa, was sonst. Und habe dann gedacht, ja, okay. Der ganze Monat, jeden Tag, jeden Buchstabe vom Alphabet sich was einfallen lassen, was man zeichnen kann. Natürlich mit auch Inspiration, ein bisschen von ihr, von anderen, von diesem Club auch. Habe ich dann mal im Internet geguckt, wie könnte man das zeichnen, oder mir Bilder angeschaut und habe dann losgelegt. Und das sind jetzt, zeige ich mal ein paar Buchstaben, nicht jeden. Das sind dann solche Sachen entstanden. Das A zum Beispiel. Das Auge des Alpaka, die Ampel, der Asteroid, die Meerjungfrau Ariel mit A, Anton aus Tirol. Und ihr seht ja, die Männchen sind ja alle einfach, ja, so einfach aufgebaut, dass man da ganz schnell was hinkriegt. Oder hier, das gefällt mir auch gut, meine Braut. Mein Bild, das Bier. Also so ganz, eigentlich so fast kindlich, aber doch irgendwie, ja, macht einfach Spaß. Das Gute ist halt auch, dass man, was heißt das Gute? Es ist ja so, wenn man die Dinge dann nicht so genau erkennt, man soll es dann eigentlich auch dazu schreiben. Geil, das Sketchnotes ist zum Beispiel hier, bei dem habe ich dann halt Creme hingeschrieben. Tiegel und dann Creme. Hier mein Campingplatz. Die Chemie finde ich auch ganz witzig beim C. Und das ist so was, ja, wenn man da auch nicht wie mir jetzt beim Stricker oder beim Nähen, wo man doch eigentlich recht genau arbeiten muss. Beim Stricken ist es nicht unbedingt immer das Genaue, aber es ist so, ja schon, man muss klar nach Anleitung und dann da und aufpassen, klar hat man dann wieder Sachen, wo man so mindless dann strickt. Aber es ist halt doch irgendwie was Gegebenes, nach dem man sich richten muss, genau. Und das hier ist so ganz, ganz frei. Und irgendwie wird eigentlich immer was draus. Also ich zeige euch nicht, jetzt nicht alles, weil ja, die ganze Buchstabe, die von jedem, also jeder Buchstabe im Alphabet wäre ein bisschen viel. Oh, okay, aber das ist doch auch süß, oder? Mein Elefant. Mein Erdmännchen. Oder hier geht es einfach darum, eiskalt, wo der bibbert. Und da denkt man dann drüber nach, wie könnte ich das darstellen, wie. Ach, eigentlich könnte ich euch so
alles zeige, aber irgendwie kann ich euch natürlich doch nicht alles zeigen, weil es zu viel ist. Jetzt gucke ich gerade nochmal ein paar Sachen durch. Ach, das fand ich auch süß. Ist eins, haben wir wieder geschrieben. Da ging es ums I. Insel. Und dann hier die Insel und dann ist einsam. Ja, oder die Idee, das ist so typisch Sketchnotes, sag ich mal. Ah, die Idee. Mein Imker. Das ist auch niedlich. Ja. Oder das hier. Das ist auch typisch Sketchnotes. Endlich raus aus dem Quark. Oder hier Quasselstrippe. Bla 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 bla. Also wenn es interessiert, schaut mal Simone Abelmann, die ist auch bei Instagram. Und ganz viele ihrer Kundinnen, die da wirklich tolle Sachen machen, hat auch Karte. Ja, also wenn ich es wieder sehe, könnte ich mich jetzt gerade schon wieder hinsetzen, was machen, aber man kann halt auch nicht alles, gell? Das haben wir ja immer das Thema. Jo, soweit so gut. 46 Minuten schon wieder. Ich sag Tschüss und freue mich wirklich riesig, wenn ihr mir einen Kommentar hinterlässt, wenn ihr auch den Daumen hoch drückt, das abonniert hier, immer wieder reinschaut. Ihr dürft euch auch gern mit mir in Verbindung setzen, verschiedene Kanäle. Wer was wissen will, wer, ja, wie auch immer. Nette Sache immer, wie auch immer, nette Sache immer, hört sich auch gut an, gell? Naja, lasst euch gut gehen und bis irgendwann wieder. Tschüss.